So, hallo, hallo, guten Morgen, ihr Lieben. Ich sitze hier am Strand in Torremolinos bei Malaga und möchte mit euch über die wahre Pandemie reden. Die wahre Pandemie ist eine Überzeugung, die ganz tief in unserer Menschheit, in unserem Human Design eingesetzt ist, gracias, eingesetzt ist, und zwar: Ich bin nicht gut genug. Etwas stimmt mit mir nicht. Irgendetwas ist mit mir nicht in Ordnung. Und diese tiefe, tiefe Überzeugung, dieser tiefe, tiefe Rückschluss versaut uns unser Leben. Dieser tiefe Rückschluss führt dazu, dass wir uns die ganze Zeit abrackern, dass wir uns Sorgen machen, dass wir ängstlich sind und dass wir unsere Kraft abgeben. Und dieser Rückschluss ist eine Pandemie. Dieser Rückschluss ist weltweit. Dieser Rückschluss zeigt sich im Außen, immer und überall, wo wir hinschauen, wenn wir das nicht in uns, in unserem Inneren verändern. Und dafür bin ich angetreten, um genau diese Wahrheit zu verkünden, dass wir in unserem Divine Design immer und überall perfekt und in Ordnung sind. Dass unser Leben so gedacht ist für uns, dass wir außergewöhnlich uns fühlen, dass wir uns erlauben, außergewöhnlich zu sein und dass wir ein außergewöhnliches Leben führen. Und nur allein dieser Rückschluss, ich bin nicht gut genug oder irgendetwas da draußen heißt, dass ich nicht gut genug bin. Irgendetwas da draußen könnte mir sagen, dass ich nicht gut genug bin. Davor habe ich Angst. Und dabei ist es eine riesengroße Lüge, die ich mir immer nur selber wieder sage und die sich reflektiert im Außen. Und wenn du das mal verstanden hast, dann ist es schon mal ein erster, allererster Schritt. Aber diese kleinen, geheimen, hinterhältigen Gedanken, Ansichten und Überzeugungen, die so festsitzen und immer wieder kommen, die kommen immer wieder, jeden Moment, wenn mein Körper sich irgendwie nicht gut fühlt, wenn ich im Außen irgendetwas wahr fühle, egal was ist mit meinen fünf Sinnen, ich ziehe immer wieder den gleichen Rückschluss. Gefahr droht, es ist etwas nicht gut genug, Gefahr im Verzug, nicht gut genug. Das kannst du dir vielleicht merken, Gefahr im Verzug, nicht gut genug. Das ist so crazy, was in unseren Köpfen vorgeht. Guten Morgen. Und wir sind hier wirklich auf dieser Welt, um dieses Spiel zu durchschauen, um diese Grundprogrammierung aufzudecken, die hier auf Erden uns übergestülpt worden ist, womöglich, weil es hier einfach der Raum ist des Human Designs. Hier ist der Raum, wo das gelebt wird. Und wir sind hier in diesem Raum angekommen, um zu erkennen, dass wir diesen Raum jederzeit verlassen können und wieder zurück in unser Divine Design springen können. Jederzeit und in jedem Moment haben wir die Kraft und die Macht, unsere Realität zu verändern. Ja, das ist so. Wir haben das höchste Gut und das ist unsere Vorstellungskraft. Und unsere Vorstellungskraft ist nicht das Bild, das wir uns vorstellen können, sondern es ist die Realität, es ist der Raum, den wir uns vorstellen können. Und diesen Raum können wir uns immer noch ganz gut vorstellen für andere. Das ist ja auch dieser wunderschöne Witz an der ganzen Sache. Für andere, die können wir so schnell in diesem höchsten Divine Design sehen. Wir können Visionen für andere kreieren, wir können Visionen für andere halten. Und wenn es um uns selber geht, dann wird es schwer. Weil wir in diesem Raum, ich in diesem neuen Raum, der neue Raum ist kreiert, ich bin da. Aber die Version von mir, die sich in diesem Raum gut und glücklich und gesund und anerkannt und erfolgreich und alles, was wir uns wünschen, fühlt und sieht, diese Version zu kreieren. Das ist diese Arbeit, das ist diese Arbeit. Und deswegen scheitern auch so viele, weil sie nicht erkennen, dass es wirklich dieser schwere Schritt ist,
der so leicht zu tun ist, wenn ich begleitet werde von jemandem, der eine andere Perspektive hat. Weil meine Perspektive ist immer noch verbunden mit dem, was ich mal gelernt habe in meinem Human Design, mit dem, was man mir mal gesagt hat, mit den Geschichten, die ich erlebt habe selber oder den Geschichten, die bekannte Freunde, Familie erlebt haben. Und da rauszuspringen, ich aus meiner eigenen Realität, aus meiner eigenen Haut, aus meinem eigenen Körper rauszuspringen und einfach, bedingungslos, weil ich es kann, in einen neuen Körper, in einer neuen Realität zu springen und dort zu bleiben, obwohl im Außen alles noch beim Alten ist, obwohl im Außen meine Mutter da noch da ist, obwohl im Außen meine Freunde, meine Bekannte noch da sind, und dass ich die Eier habe und sage, ich gehe aus dieser Version, die du kennst, und ich komme nie wieder zurück in diese Person und Version, die du kennst. Und ich weiß, weil ich der Schöpfer bin, dass es gut und richtig ist, dass ich meine Version von mir selber genauso wechsle, wie täglich meine Kleider. Aber ich ziehe mich jeden Tag schön an und ich werde dich jeden Tag mit meiner brillanten Version begeistern, neu. Und du wirst jeden Tag das lieben, wie ich auftauche, wie ich in deinem Leben erscheine. Diese Eier, die musst du haben. Und das ist das, was ich den Leuten beibringe, dass sie sich nicht mehr in Dingen reflektieren, in denen sie sich nicht reflektieren wollen. Und diese Art und Weise der Reflexion, das ist eine andere, als du gelernt hast in meinem Programm Magic Mind, My Magic erkläre ich das. Aber wir schauen in den Spiegel und wir sehen eine Version von uns, die uns bekannt ist. Aber es geht darum, eine Version zu sehen, die wir gerade neu kreiert haben, eine Divine Design Version in diesem Spiegel zu sehen. Das ist doch das Lustige. Das ist das, was schwierig ist. Und das zu lernen, das meinem Kopf, meinem Verstand, meinen Denkmustern beizubringen, das ist der Weg. Das ist der Weg, den ich Divine Design Reise nenne. Ja, Conny, das braucht richtig Eier, aber es ist gar nicht so schwierig, wenn ich die Grundlage dazu habe, weil ich weiß, everyone is me pushed out. Also, für wen oder was brauche ich die Eier? Ich brauche eigentlich nur die Entscheidung, und die Entscheidung fällt mir so unglaublich leicht, wenn ich weiß, wenn ich mir da draußen schon eine Cheerleader-Mannschaft in meinem Leben kreiert habe, wo ich weiß, die finden das klasse, wo ich weiß, die lieben meine neue Version, sie lieben immer wieder eine neue, höchste, genialste, weil es gibt nicht die höchste Version. Es gibt ein Divine Design und davon gibt es unendlich viele Ausgestaltungen von mir. Ja? Wenn Leute meinen, meine höchste Version oder meine höchste Seelenversion, das ist auch wieder so eine unglaubliche Limitierung, die uns überhaupt nicht entspricht, sondern es gibt einfach unsere Divine Design Version und die kann sich ausgestalten in allen möglichen Facetten. Und wir können entscheiden, welche Facette wir gerade erleben wollen. Das entscheiden wir. Und wenn ich diese Foundation habe und weiß, wie das da funktioniert und dass es nur meine Entscheidung ist, die kreiert und die eben auch alle Reflexionen da draußen, alle Menschen da draußen, alles Feedback da draußen kreiert. Das Geile ist ja, dann brauche ich nicht mal Eier, sondern dann weiß ich, es ist so und ich bin immer safe und sicher. Wenn ich mir nicht da draußen irgendwelche Gegenspieler, Kritiker und sonstige Geschichten kreiere. Und das ist so geil. Leute, ich sag's euch, es ist so geil, wenn ich mit meinem Divine Design durchs Leben gehen kann. Es ist so geil, wenn ich die Welt um mich herum divine sehen kann. Aus der höchsten, besten, für mich spielende Warte. Es ist so wunderbar und das sind die Sachen, die ich ganz intensiv in meinen Coachings vermittle, die dann umgesetzt werden. Und es ist so wichtig, dass wenn ich im Alltag immer wieder merke, hoppla, hier bin ich jetzt in meinem Human Design, in meinem alten Ding,
in meinen alten Glaubenssätzen, in meinen alten Überzeugungen, dass ich dann erkenne, dass ich meine Foundation verloren habe über das, wer ich bin, dass ich in irgendein begrenztes Menschelchen, das meine Eltern mal gesehen haben oder das auch meine Vergangenheit mal gesehen hat, meine Familie, meine Geschichte, dass ich da wieder eingestiegen bin. Aber ich muss nicht. Es ist frei. Das ist die freie Wahl. Das ist das, der freie Wille. Das ist ja auch immer so. Jeder hat freien Willen in seiner eigenen Realität, in seiner eigenen Welt, in absolut hundertprozentig freien Willen. Und den kann mir keiner nehmen. Und ich muss niemandem freien Willen geben, weil es ist mein freier Wille, es ist meine Realität. Und wenn ich jemanden im Divine Design sehen will, dann tue ich das einfach. Da brauche ich keine Erlaubnis dazu. Und leider Gottes tue ich das immer wieder, die Leute in ihrer schlechtesten Version zu sehen und ihrer Human Design eingeschränkten, ängstlichen und eben Flight or Fight Version zu sehen, die ich halt gekannt habe, weil ich mir aus irgendwelchen spirituellen Gründen heraus nicht erlaube, die Menschen in ihrer Divine Design Version zu sehen, weil irgendjemand mir gesagt hat, jeder hat freien Willen und darf so entscheiden, dass er scheiße ist, wie er will. Warum soll ich das glauben? Ja, ich glaube lieber, dass wir alle hier da sind, um aus unserem Human Design herauszuhüpfen und ich ein Teil davon bin, in meiner Welt Divine Design zu kreieren und Divine Design da außen zu kreieren, in jedem Menschen, den ich begegne. Und das ist die Kunst und das ist die Heilung und das ist die Transformation und das ist das, wonach wir uns alle sehnen, so unglaublich. Aber wir müssen es konsequent gehen. Und der Schmerz kommt nur daher, weil ich mich identifiziere mit einer beschränkten Human Design Verkörperung, die ich in Wahrheit nicht bin und auch nicht sein muss und die ich einfach nur gewesen bin, um zu erkennen, wer in Wahrheit ich bin, wie ich in Wahrheit wirke. Und die meisten gehen nur den halben Weg. Sie wollen die Kunst des Manifestierens lernen. Ja, und das ist auch das Geile. Da sitzt du da und willst was im Außen manifestieren, das dir erlaubt, einen Rückschluss zu ziehen. Und das funktioniert eben nur limitiert. Das funktioniert nicht. Deswegen manifestieren sich ja so viele irgendwelche Geschichten und sie können sie nicht managen. Sie können es nicht managen. Sie sind kein Seinszustand von dem. Ja, du manifestierst dir einen Traum an. Hinterher steht er vor dir. Und dann kannst du ihn nicht managen, weil du nicht die Traumfrau bist, weil du dir die Traumfrau noch nicht zutraust, weil du die Version von dir, die Traumfrau ist, noch nicht managen und leben kannst. Und dann haut der Traummann wieder ab. Du manifestierst dir den Traumjob. Und plötzlich ist es kein Traumjob mehr, weil du eben nicht die Leaderin bist. Weil du dir noch nicht erlaubt hast, genau diese Leaderin, diese Divine Design Leaderin zu verkörpern, die diesen Traumjob liebt und lebt und nicht davon eingesaugt wird und wieder im Human Design ändert, wo sie gestresst und unterdrückt ist. Ja? Oder du manifestierst dir ein Traumhaus, eine Traumfamilie, alles hast du dir manifestiert. Warum verlieren so viele das wie immer wieder? Nicht, weil sie einen Fehler gemacht haben. Nicht, weil das Universum bla 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 zugeschlagen hat. Nein, weil sie manifestiert haben und nicht geschaffen, erschafft. Weil sie nicht die Person, die Schöpferin, der Schöpfer sind in diesem Leben. Und weil sie das nicht genießen können, was sie sich manifestiert haben. Weil sie den Trugschluss tragen. Den Trugschluss. Dass wenn etwas im Außen manifestiert worden ist, dass es etwas heißt für mich. Und dann sage ich, ja, also ich bin eine tolle Manifestiererin, super. Und dann bin ich eine tolle Manifestiererin, aber gleichzeitig kann ich es nicht genießen. Gleichzeitig habe ich immer Angst, dass es weggeht. Gleichzeitig habe ich immer Angst, dass ich nicht gut genug bin, dass ich einen Fehler mache. Gleichzeitig habe ich immer Angst, dass ich irgendwas beweisen muss. Und dann? Und dann bin ich immer noch im Stress. Und dann habe ich immer noch keine Leichtigkeit. Weil ich es nicht bin, weil ich nicht diese Divine Design Version von mir bedingungslos verkörpere, die
alles hat. Und wenn ich verdammt nochmal alles habe, muss ich nichts manifestieren. Hm? Merkst du diesen Unterschied? Ich bin eine der wenigsten Coaches, die dir das sagt, ins Gesicht sagt. Viele versuchen wirklich noch über diese Manifestationsschiene dir zu zeigen, dass du endlich gut genug bist und dass du kraftvoll bist. Und dann siehst du es und dann bist du es aber noch nicht. Und dann ist es eine kurze, kurze Freude. Weil wenn du es nicht bist, dann hast du Angst, dass es weggeht, dann hast du Angst, dass es fehlt, dann hast du Angst, dass es ein Eintagsfliege ist, dass es ein kurzer Hype ist, weil es nicht dein Normal ist, weil es nicht dein Seinszustand ist. Und in diesen Seinszustand bringe ich jede meiner Klientinnen, dass sie hier entspannt auf dieser Erde sein können, jeden Moment, emotional, komplett stabil, weil sie wissen, wie dieses Fundament funktioniert, wer ich bin, wie ich es kreiere und dass ich niemals nicht Angst haben muss. Die einzige Angst, die ich haben muss, ist, wenn ich nicht stabil bin und nicht diese Divine Design Version von mir leben kann. Und ich kann es euch nur raten, ich bin gerade dabei, ich habe ja die Foundation einmal gemacht, das sind 6 Wochen, ich bin dabei, die zu editieren, damit sie als Basis- und Online-Kurs dienen können für alle. Hallo, guten Morgen, Christina. Und dass jeder Mensch sich das kaufen kann, dass jeder diese Basis für sich verinnerlichen kann, das ist so, so wichtig. Und diese emotionale, mentale Stabilität, die kreiert kein Universum da draußen, nichts und niemand. Und so durchs Leben zu laufen, einfach so stabil, wie jemand im Sturm, ja, und diese, wie heißt es, Resilience, ja, das wurde ja auch irgendwie so immer wieder postuliert. Aber es geht eben darum, wer du bist und dieses Fundament, wenn du das hast, dann bist du so unglaublich stabil in jeder Situation. Und wir haben es jetzt im Business, Divine Design Business und Leadership Akademie gesehen, wie viel das wert ist, dass wenn der Sturm kommt und andere noch da sind und dich an deine Foundation, an dein Fundament erinnern, da kannst du zaubern, da kannst du heilen, da kannst du Geld aus dem Nichts heraus kreieren. Sie haben Jobs kreiert nach ihren Bedingungen, genauso wie sie es haben will. Sie hat ihre Mutter geheilt, sie war pleite und hat sich Geld kreiert aus dem Nichts. Und dass das keine Eintagsfliegen bleiben, dass das nicht ein kurzfristiges High bleibt, dazu musst du in diesen Seinszustand eintreten. Und jeden Moment in deiner Verkörperung dieses göttlichen Divine Designs, von morgens bis abends, vom Aufwachen bis zum Zähneputzen, bis zum Einschlafen musst du genau wissen, wer du bist und darfst dich nicht mehr belügen lassen in ein Human Design, das dir alle Kraft nimmt, das dir alle Freude nimmt, das dir Begeisterung nimmt, das dazu führt, dass du alltägliches Leben hast, dass du Tagesablauf hast oder wie heißt es, ich habe schon wieder das Wort vergessen, dass du Daily Business hast, dass du Alltag hast, ja. Ja, aber ich will doch Alltag. Alltag, da fühle ich mich sicher, da weiß ich, da kenne ich mich aus. Ja, natürlich. Aber in Wahrheit, dein Divine Design will keinen Alltag. Dein Divine Design will kreieren. Es ist ein Schöpfer, es ist dein Innerstes. Es ist nicht irgend so eine Seelengeschichte, wie die Leute hier erzählen, was Seele ist. Divine Design ist dein Höchstes. Vielleicht ist es noch mit der Christus in dir zu vergleichen. Welches Wort natürlich leider auch schlecht besetzt ist, aber dass du das erkennst und mit diesem Selbstverständnis durch die Welt läufst. Das ist das Ziel, darum bist du hier. Und nicht, um Geld zu verdienen, um ein alltägliches Leben zu führen und zu warten, bis diese Alltäglichkeit dann genauso alltäglich, wie es für die meisten ist, zu Ende geht und du alltäglich irgendwann mal hier fertig bist. Nein, außergewöhnlich bist du,
Außergewöhnlich soll dein Leben sein, außergewöhnlich sollen deine Erlebnisse sein, außergewöhnlich soll das sein, was du anderen Menschen überstülpst, außergewöhnlich soll das sein, was du gibst, was du siehst, geben ist sehen, was du kreierst. Du bist genauso wie jeder Maler oder sonstiger Künstler, bist du der Erschaffer, Kreator, Schöpfer von allem, was da ist. Von allem, was da ist. Und sag doch mal einem Maler, er soll ein alltägliches Bild malen. Sag doch mal einem Maler, er soll jeden Tag das gleiche Bild malen. Das entspricht nicht. Und genauso wenig entspricht es eben uns als Mensch im Divine Design, jeden Tag das gleiche zu machen. Alltag zu haben, Trott zu haben. Das ist nicht kreativ, das ist nicht schöpferisch. Und unsere Schöpfung beginnt immer, jetzt, goldener Moment, the power of now. The power of now, um jetzt zu erschaffen, um jetzt einen Moment zu erschaffen, der großartig ist. Weil du jeden Moment erschaffst und sag mir einen Grund, wieso du dir scheiß Momente erschaffen sollst, wenn du genauso gut, mit der gleichen Kraft, mit der gleichen Power in dir, großartige Momente erschaffen kannst. Ich weiß die Gründe. Das sind alles Human Design Gründe, weil und die da draußen und überhaupt und das geht ja nicht und das kann ich nicht und es war ja schon immer so und es wird immer schon so sein. Wenn wir nicht aufhören, diese Paradigmen, diese Human Design Paradigmen, die in Bücher geschrieben sind, die festgelegt sind, die von jedem wieder gekäut worden sind, die, wo ganze YouTube voll ist, wo die ganze Menschheit-Bücherei Akasha-Chronik voll ist, mit diesen ganzen Beschränkungen. Das muss raus. Hallo Petra. Ja, ich erschaffe mir jeden Moment. Natürlich, du tust es sowieso, jeden Moment erschaffen wir uns. Und uns ist es so nicht bewusst. Ja, uns ist es unbewusst, weil wir die Foundation noch nicht haben, wer wir sind als Schöpfer. Sogar mein Kaffee kalt geworden. Aber man sagt ja, kalter Kaffee macht schön. Ist doch eine tolle Überzeugung. Dann glaube ich die doch mal und nehme jetzt einen Schluck und werde immer schöner und schöner. Und genau so diese ganzen Sprichworte, ja. Das sind einfach Sprichworte, die Human Design und Beschränkungen weitertragen. Und ich kann ja aber mein eigenes Ding machen. Ich muss mein eigenes Ding aus dem Divine Design heraus. Alles macht mich schön. Kalter Kaffee, warmer Kaffee, guter Kaffee, schlechter Kaffee. Bam, alles macht mich schön. Es gibt gar nichts auf dieser Welt, was mich hässlich macht, was mich dick macht, was mich krank macht. Nichts. Nichts. So. Warum nicht so? Weil es die meisten noch nicht verstanden haben und einfach die Scheiße von anderen aufsammeln und meinen, sie machen jetzt irgendwie eine tolle Scheißsandburg drauf, weil ich hier gerade am Sand bin. Und das ist einfach das. Wenn wir nicht verdammt nochmal richtig bitter ehrlich zu uns sind, dann können wir das nicht aufdecken, weil wir sind es so gewohnt, Scheiße in schöne Schächtelchen zu packen und eine Schleife drumherum zu machen und die dann noch weiterzugeben und weiter zu schenken. Und wir wissen nicht mal, dass wir Scheiße verschenken. Und das wissen wir erst, wenn wir genau hinschauen, wenn wir so bereit sind, uns nackig zu machen. Und wir können uns so nackig machen, wenn wir wissen, wenn wir die Foundation haben und wissen, das ist nur eine Überzeugung, ein Glaube, ein Paradigma, das weitergegeben worden ist, Human Design zu Human Design, und ich muss es nicht nehmen und ich muss gar nichts damit, es muss gar nichts für mich heißen. Es muss nicht für mich heißen, dass ich irgendwie mal versagt habe. Es muss nichts heißen, dass ich mal einen Fehler gemacht habe. Das heißt nichts. Das bedeutet nicht, dass ich schlecht bin. Das bedeutet nicht, dass ich nicht gut genug bin. Sondern ich hab da halt mal was nicht gewusst, ich habe was falsch gedacht, ich habe was falsch kreiert, macht ja nichts, super, wie kann ich es anders haben, wie will ich es anders haben? Das ist dieser Weg und der fällt unserem Human Design orientiert und programmierten Verstand einfach schwer. Und deswegen ist es
so wichtig, dass wir uns diesen Rahmen schaffen, in dem es normal und leicht ist, in diesem Divine Design und nicht in dem Human Design zu arbeiten. Und ich meine, wenn ich euch jetzt erzähle, dass eine von den Teilnehmerinnen im Business-Programm hatte plötzlich eine absolut crazy Diagnose, Mutter im Spital, Verdacht auf Schlaganfall. Ja, ich muss das jetzt einfach mal erzählen. Was denkt das Hirn? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Hilfe, meine Mama ist so krank, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und wir haben in der Gruppe den Raum gehalten und haben gesagt, nein, der geht's bestens. Der geht's bestens, das heißt nichts. Die Ärzte sagen irgendwas, das hat keine Bedeutung, das ist Human Design, das ist Human Design Rückschluss. Und sie hat so gekämpft und sie war in ihrem Divine Design und hat Divine Design Welt gesehen und kreiert. Und dann kam der nächste Hammer, Hirnhautentzündung, ja? Okay, super. Nein, hat sie auch nicht, hat auch keine Hirnhautentzündung. Netter Versuch, ihr geht super gut. Ja, aber sie muss noch mal ins CT und vielleicht hat sie, was weiß ich, es kam dann noch irgendwie eine Diagnose. Ich weiß es schon gar nicht mehr, weil ich eben gar nicht darauf einsteige, weil ich da so hammerhart mitkreiere und sage, diese Mutter ist gesund. In meiner Welt, in meiner Realität hat die nichts. Und es interessiert mich auch nicht, was Ärzte sagen oder sonstige Meinungen, Rückschlüsse. Nö, ich kenne die Welt. Ich weiß, wie Human Design funktioniert. Ich weiß, dass die hier irgendwie versuchen, irgendwelche Diagnosen zu stellen, weil das ihr Ding ist. Mein Ding ist es nicht. Ich stelle eine Diagnose und zwar, die ist Divine Design und alles ist perfekt und in höchster, bester Ordnung. Das haben wir alle mitgemacht, das haben wir alle mitgetragen. Insbesondere sie hat es mitgetragen. Sie musste sehr, sehr, sehr natürlich kämpfen, weil die Angst immer noch da ist, weil es immer noch ein Hin- und Herhüpfen ist von, glaube ich, dem Human Design oder wie kann ich im Divine Design bleiben. Und dann kommen die Emotionen und die Ängste und das alles zu überschreiben und zu sagen, das heißt nichts, wenn ich Angst habe. Weil die einzige Wahrheit ist Divine Design und im Divine Design ist meine Mama perfekt und gesund. Das ist schwer. Claro. Aber nur so geht's, weil alles, was du siehst, was du dir vorstellst, kreiert. Sofort, 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 sofort. Und da rauszuspringen, aus diesen alten Paradigmen, aus diesen alten Ansichten, braucht, dass du erst eine neue bist im Divine Design, dass dein Selbstkonzept Divine ist. Weil sonst kannst du es nicht, sonst hast du immer diesen Mismatch. Und das ist mir so wichtig, dass ich hier immer wieder bessere, neuere Worte finde, neuere Bilder, neuere Erklärungen, dass du ganz, ganz oft mir zuhörst, weil dein Divine Design da drinnen weiß genau, was ich sage. Das resoniert zu 100% mit dir. Du denkst nicht, was labern die? Das ist vielleicht dein Verstand, der das noch nie gehört hat. Aber du hörst mir hier zu, weil du weißt, dass es genau so ist, wie ich sage. Weil du weißt, dass du belogen worden bist. Weil du weißt, dass du in einer pandemischen Situation lebst, seitdem du hier auf Erden bist, die dir einfach nur eintrichtert, dass du nicht gut genug bist und dass du besser sein musst. Und sie trichtert dir nicht ein, dass du gut genug bist und dass du einfach nur aufhören musst, Scheiße zu glauben über dich und über die Welt und über die Funktionsweise der Welt. Und wenn wir das verändern, eine nach dem anderen, immer mehr, immer stabiler, immer klarer, immer unbeeindruckter von dem Schauspiel im Human Design, dann wird sich die Welt verändern. Und dann werden wir morgens aufwachen und nur noch Divine Design sehen. Dann wird die Welt divine funktionieren. Und das ist natürlich wie eine Waage. Zuerst sind es wenige und es werden immer mehr und irgendwann mal ist es die Überzahl. Und dann fühlt es sich auch gut an, egal wo wir hinkommen. Und dann werden wir immer mehr und mehr Menschen haben, nicht nur Auserwählte, die Divine Design leben und sprechen und denken und fühlen und handeln und outpushen. Aber dazu müssen wir vorangehen und müssen uns einfach mit diesem Human Design nicht mehr auseinandersetzen, dieses verdammte Buch in die Ecke schmeißen und überhaupt aufhören, unsere Zeit zu vergeuden mit irgendwelchen Analysen im Human Design, irgendwelchen Rückschlüssen und Argumentationen und lernen im Divine Design einzig und allein
entscheiden, bleiben, so ist es. Das ist so einfach. Ich muss nichts kapieren. Und all das, was ich so stolz war, früher auch, ich habe so einen analytischen Verstand. Ich kann so genial strategisch denken. Das kann mir bleiben. Das hilft mir wahnsinnig gut in meinem Business. Aber ich muss es kombinieren damit und nicht sagen, was muss ich um zu, sondern ich sage einfach, wie will ich es haben, wie soll es sein, wer bin ich dann, wenn es so ist, wie denke, fühle ich und handle ich, was mache ich jetzt für ein Video, was für ein Content bringe ich raus, über was spreche ich denn gerade, wenn ich die bin, die dieses Business in ihrem Endstadium schon hat. Mir fehlt ja nichts, es ist alles perfekt bei mir, mir fehlt kein Geld, mir fehlen keine Kunden, mir fehlt keine Aufmerksamkeit, mir fehlt gar nichts. Was mache ich dann, wer bin ich dann? Darüber müssen wir uns Gedanken machen und darüber sprechen wir in meinen Programmen, darüber sprechen wir und über nichts anderes. Und im Moment gibt es VIP, es gibt immer noch 2 Plätze, kannst du buchen, wenn die Foundation als Online-Kurs und ich werde wahrscheinlich dann noch einen Container draus machen, wo wir uns treffen und Fragen und Antworten besprechen. Kannst du da einsteigen? Das wird der Einsteigerweg, den ich begleite oder bereite und dann begleite. Und ansonsten lade ich dich herzlich ein, für 50 Euro jetzt am Dienstag noch zu der Gewinnergruppe, zu den 3 Gewinner-Ladies dazuzukommen, in diesen Q&A-Transformations-Call, wo es darum geht, wirklich deine eigenen Hotseat-mäßig mal paar Blockaden, Bullshit-Stories, Human-Design-Überzeugungen auf den Tisch zu legen und zu transformieren. Also 50 Euro, die extrem gut investiert sind. Ich bin gespannt, es kommen noch 7 Leute dazu, weil mehr wie 10 möchte ich nicht haben in der Gruppe. Warum? Weil ich so haben will. Wunderbar. Also ihr Lieben, das war mein Wort zum Sonntag. Ich hoffe, es hat euch inspiriert. Ladet Leute in die Gruppe ein, wenn ihr das Gefühl habt, es sind andere da, denen das wirklich helfen kann, die anstehen, die versuchen zu manifestieren, die versuchen irgendwie ihr Leben zu verändern, alles schon ausprobiert haben von wegen Coachings, Ansätzen, Ritualen, Karten, Heilmethoden, Modalitäten und nicht weitergekommen sind. Genau die Leute kannst du hier einladen, genau die Leute können hier profitieren, weil auch wenn du glaubst, ja, das ist wu, Divine Design ist für jedermann, weil jeder hat es in sich. Das ist wie ein Samen der Wahrheit, der einfach gesetzt worden ist, als du hier ins Human Design gekommen bist. Und der möchte einfach wachsen und sprießen. Und deswegen lass dich nicht abhalten, irgendjemanden einzuladen oder mit jemandem darüber zu sprechen, über diese Wahrheit. Weil nur, wenn wir sie verteilen und teilen, werden wir diese Waage auf die andere Seite bringen. In diesem Sinne, ihr Lieben, happy day. Es hat wieder ganz viel Content, die jetzt später dazugekommen sind in diesem Live. Alles Mögliche, Manifestation, Irrwege, Blockaden, Fehler. Hör sie einfach nochmal an und jedes Mal, wenn du es jetzt anhörst, diese ganzen Geschichten, dann, die ich erzähle, ich sage jetzt mal Geschichten, die ich erzähle, ich könnte auch sagen, göttliche Downloads, ja. Können ja einen riesen Zauber drumherum machen, aber es ist einfach nur die Wahrheit, so ist es halt.